Okay, dann schauen wir mal, dass wir nach vorne kommen zu Claire. Wie man sieht, hat der Buggy hier sogar eine Bewaffnung. Und wir bekommen Besuch, ein Heli. Na, mal sehen. Zielzugraketen, sehr gut. Okay, wir bleiben hier hinten und zack, ein Heli weniger, ein Problem weniger. Wow! Hat der Buggy eigentlich unendlich Munition? Nope, hat er nicht. Und wir haben keine Munition mehr. Deswegen gehen wir einmal hier raus und holen uns einfach den hier drüben. Plan B, Buggy. Und dann schauen wir, dass wir hier rauskommen. Ich denke mal, die meisten Gegner hier können wir ignorieren ohne Probleme. Der Laden bröckelt so oder so auseinander. Romeo 1, wir wären dann jetzt soweit. Over. Prophet, verlege Romeo 12 an eine verteidigungsfähige Position. Over. Verstanden, Psycho. Oh Mann, ich wette, wir haben hier noch einiges zu tun. Okay, wie sieht die Lage aus? Erstmal hier den Dicken besiegen. Aber was zur Hölle machen wir, wenn wir keine Munition mehr haben? Denn ich glaube, wir müssen die hier besiegen. Sonst geht da drüben das Tor nicht auf. Okay, der ist immer noch am Leben. Können wir den überfahren? Wow, yep, funktioniert. Andererseits, er ist immer noch am Leben. Mann! Jetzt aber. Oh, verdammt, wer feuert hier? Die zerlegen meinen Buggy. Yes! Was haben wir hier drüben? Oh, yes. Super. Tja, Freunde. Jetzt kommen wir rein. Wir sprengen einfach hier drüben das Tor auf. Ach komm schon, normalerweise sollte sowas funktionieren. Oder wo können wir noch hin? Nee, wir müssen hier drüben weiter. Moment. Einmal hier raus und dann schauen wir. Hier oben lebt noch einer. Hier können wir auch noch hin. Aber wie zur Hölle können wir da oben das Tor aufkriegen? Batz, batz, batz. Wow! Wo fliegt der denn hin? Meine Güte. Die neuen Powerschläge sind super. Okay, jetzt können wir weiter. Komm schon, den kriegen wir noch. Einfach nur so. Wir könnten ihn ignorieren, aber ich will ihn lieber killen. Auch wenn es 100 Schüsse braucht. Irgendwie mochte ich den Buggy lieber. Der Tank hier hat keine Zielzugfunktion. Und der Buggy war viel, viel schneller. Komm schon. Mann, der hält eine Menge aus.
Okay, können wir hier durch? Sieht eng aus. Wird aber wohl gehen. Prophet, wir haben einen Notruf auf rasch sicherem Kanal aufgefangen. Over. Rasch! Wenn uns jemand helfen kann, dann er. Ich hol ihn. Ich habe neue Informationen zu Archangel. Wir orten gerade seine orbitale Position. Sie müssen sich beeilen. Er wird in 15 Minuten über New York sein. Schaffen Sie das? Wir sind nur noch ein paar Klicks von Rushs Signal entfernt. Wir suchen nach einer Spur von ihm und verschwinden wieder. Wir sehen uns am Treffpunkt. Aber wo ist er denn hin? Ich dachte, der wäre bei denen. Merkwürdig. Egal, wir kommen der Sache näher. Wir haben zwei Punkte. Hier einen hier drüben und einen hier. Aber wir müssen definitiv hier lang. Ach komm schon, bitte sag mir, dass wir unseren Tank mitnehmen können. Na gut, dann müssen wir eben so weiter. Na, was kriegen wir hier? Hm, nehmen wir mal mit. Sniper. Prophet, Landezone ist heiß. Ihre Luftabwehr wird von einem externen Generator gespeist. Kannst du ihn erledigen? Over. Ich werde sehen, was ich tun kann. Oh Mann, wie sollen wir uns denn hier durcharbeiten? Und wo genau müssen wir hin? Wir müssen hier was machen. Aber wie kommen wir da rein? Oh Mann, hier draußen sind jede Menge Gegner. Okay, suchen wir einen Eingang. Prophet, wir haben Rush. Wir haben Rush. Wie ist sein Status? Konfus. Er redet nur wirres Zeug. Ich denke, er weiß nicht, wo er ist und wer wir sind. Aber körperlich ist er okay. Ich tippe auf eine Kriegsneurose. Er war immerhin mitten in einer Seth-Todeszone. Keine Ahnung, wie er das überlebt hat. Ich bin am Ziel. Oh Mann, wir müssen hacken. Moment, Moment, Moment. Ob wir das überleben? Direkt hier im Kugelhagel. Komm schon. Und die Tarnung. Sind Sie das, mein Junge? Ich hätte wissen müssen, dass auf Sie Verlass ist. Gehen wir. Eine Entscheidung. Archangel ist eine Gefahr für uns alle. Schnell! Wir sind so weit gekommen, wir dürfen jetzt nicht alles verlieren. Prophet, Landezone ist immer noch heiß. Der Turm hat mehrere Flugabwehrsysteme, die den Luftraum sichern. Du musst sie deaktivieren, over. Roger. Psycho, die Seth feuern nicht mehr. Was ist da los? Die Seth lassen vom Ziel ab. Keine Ahnung warum, over. Er jagt uns! Okay, dann schauen wir mal. Wir müssen hier drüben hin. Rush hätten wir gefunden. Hui. Was für ein riesiges Gebäude. Aber der Weg sieht sauber aus. Andererseits. Wow. Okay, okay, da hinten sind mehr als genug. Dann markieren wir den hier, die hier drüben. Hier kommt irgendjemand näher. Okay, Sniper. Hm. Können wir das übernehmen? Nope, zerstört. Wow, was für eine super Waffe. Aber leider keine Munition mehr. Okay, jetzt kommen wir ran. Was genau müssen wir hier machen?
Zerstören, aber wie? Hm. Möglicherweise mit dem hier. Okay, das ging nach hinten los. Was haben wir hier? Scheint zu funktionieren. Flugabwehr deaktiviert. Du kannst jetzt landen. Alles klar, dann geh jetzt zur Kontrollstation. Beeil dich. Der Lift müsste noch funktionieren. Over. Die Flugabwehr ist offline. Dann sitzen wir jetzt in der Scheiße. Okay, Spezialmunition. Hätten wir hier irgendwo Spezialmunition? Hier haben wir den Bolzen, aber keine Spezialmunition. Was haben wir hier? Hm, die sollten wir mitnehmen. Na, wen haben wir hier? Einmal den hier, zack. Das könnten wir übernehmen. Ah, Mann, hinter mir. Archangel ist in 5 Minuten hier. So. Okay, das kriegen wir. Er darf sich nicht in das Geschütz hacken! Mach ihn fertig! Gib mir Deckung! Einmal, zweimal und hier. Okay, wie kommen wir da drüben hin? Wir brauchen die Brücke. Nur wie machen wir das? Ah, Moment mal, hier drüben. So. Yep, so sollte es gehen. Und dann wären wir drüben. Bam! Einmal hier eine Schelle. Oh Gott, kriegen wir das hin? Prophet, helfen Sie mir. Sie müssen auf das Terminal zugreifen. Zugriff. Notfallprotokolle initialisiert. Alle verbliebenen Cell-Agenten in die unterirdische Quarantäneeinrichtung 5Y9 evakuieren. Haben wir es aufgehalten? Offenbar wurde Archangel nur zum Teil geladen. Etwa 5%. Gerade unter der Schwelle für eine Kettenreaktion mit der Ceph-Energie. Wir hatten Glück. Großes Glück. Das war alles? Stufe 3. Ich brauchte sie alle, um aus meinem Zellgefängnis zu entkommen. Meine Kinder waren ohne Verstand, während ich schlief. Sie mussten nur noch Archangel für mich abschalten und dafür danke ich Ihnen sehr. Was? Was reden Sie denn da? Rasch! Die dritte und letzte Stufe. Der Strahl. Er lädt sich auf. Oh mein Gott. Das ist eine Einstein-Rosenbrücke. Ein verdammtes Wurmloch in die M33-Galaxie. Und es kommt irgendwas Großes durch. Als ich sie im Versteck nicht auswerten konnte, sagten sie, das läge daran, dass sie den Anzug entwickelt haben. Aber das war es nicht, oder? Wie lange machen sie das schon?
Ihr Leben mit Nanotech verlängern. Mit Ceph-DNA? Wissen Sie, was Sie sind? Sie haben gegen den Schwarmverstand der Ceph gekämpft. Genau wie ich. Aber Sie haben verloren. Sie haben sie absorbiert. Und jetzt sind Sie einer von ihnen. Karl. Karl? Sie haben etwas, Prophet. Etwas, das die Ceph nie haben oder verstehen werden. Raus hier! Die Geschütze! Schnell an die Geschütze! Oh Mann, jetzt dürfen wir wieder ran. Kampfschiffe, 3 Uhr, Bewegung! Komm schon, komm schon! Legen Sie uns wieder aus! Das dürfte schwierig werden!